ganz paranormal und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Heutiges Thema. Ich habe gedacht, wir hatten ewig lang keine Haunted Doll mehr. Und da euch das Thema ja so interessiert, oder? habe ich gedacht, ich stelle euch heute mal zwei Haunted Dolls vor, die wir so noch nicht besprochen haben. Und die wirklich, wirklich creepy sind. Also zumindest die eine... Das ist ungefähr das Gruseligste ever. Ich bei jedem Video. Und diese Puppe würde nicht mal ich haben wollen. Obwohl. Doch bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich noch kurz ein Wort zu unserem heutigen Sponsor sagen, HelloFresh. In meinem Manifestationsvideo vom Anfang des Jahres habe ich euch ja schon erzählt, was ich dieses Jahr alles so ein bisschen erreichen möchte und gesunde Ernährung steht da auch ganz oben mit bei. Ich bin im Alltag super kochfaul. Ich hasse Kochen, aber ich möchte mich trotzdem gesund ernähren. Und hier kommt HelloFresh ins Spiel. Denn HelloFresh ist ein Abonnement auf Kochboxen, die ihr direkt vor die Türe geliefert bekommt. Ihr könnt unter unglaublich vielen Gerichten wählen. Es gibt immer vegane Optionen, vegetarische Optionen, High-Protein, familienfreundlich, zeitsparend, was auch immer gerade eurem Leben entspricht, sage ich mal. Und die Auswahl da ist wirklich super. Also ich bin jedes Mal wieder begeistert davon, weil ich bin... todesunkreativ, auch wenn es zum Kochen kommt, ne? Ein weiterer Punkt wäre, dass man sich dadurch Zeit spart, weil man nicht mehr einkaufen gehen muss und man sich dadurch wichtigeren Dingen widmen kann. Bei HelloFresh gibt es keine Zwischenhändler wie zum Beispiel Rewe und Co. Somit ist der CO2-Abdruck, den man damit hinterlässt, viel weniger, was wiederum der Umwelt zugute kommt. HelloFresh liefert fast ausschließlich lokale Zutaten und wenn man gerne Fleisch isst, finde ich es auch wichtig, auf das Tierwohl zu achten und das macht HelloFresh auch. Zudem sind die Zutaten auch portioniert für deine Bedürfnisse, also zum Beispiel für 2 Personen, 3 oder 4 Personen. Man hat dadurch einfach weniger Abfall. Mit dem Code, den ich euch hier einblende, habt ihr die Möglichkeit, bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Kochboxen zu sparen und der Versand für eure erste Kochbox ist auch umsonst. Den Link sowie den Code findet ihr in der Infobox sowie im angepinnten Kommentar. Danke HelloFresh und ich würde sagen, jetzt geht's los mit diesem Video. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Die erste Haunted Doll, die wir hier besprechen, sieht nicht nur aus wie aus dem Stoff, aus dem Albträume gemacht wurden. Wir mögen ja alle Clowns nicht so sehr, ne? Pennywise ist eine Ausnahme. Aber diese Puppe, die gibt mir absolut Heebie-Jeebies. Nicht nur, dass Clowns so schon gruselig sind, nee, es muss noch eine Haunted Clown Doll sein. Natürlich so. Also, natürlich. Es ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie man diese Puppe im Haus haben möchte, aber ich... Ich glaube, at this point, es gibt immer jemanden, der es kaufen würde. So auch der Besitzer von Ted. Diese Puppe wurde weitergereicht, bis ein Mann namens Ernest diese Puppe auf eBay zum Verkauf stellte, weil er keine Lust mehr hatte auf diese Haunted Doll. Ernest erzählt über die Erlebnisse, die er mit Ted hatte, die wirklich unweigerlich danach stattfanden, als er Ted mit nach Hause gebracht hat. Als er die Puppe nach Hause gebracht hat und sie nach oben gestellt hat und er unten war, hörte er ständig Kinder lachen, Kinder kichern und auch Schritte aus dem Raum, wo Ted war. Doch schon bald wurde aus diesem Kinderlachen ein Schreien und ein Weinen, was Ernest halt wirklich in Angst und Schrecken versetzt hat. Ich meine, wer kann es ihm verübeln? Kinderlachen an sich ist ja schon creepy, wenn du eigentlich kein Kind hast. Und zu diesem Zeitpunkt zog Ernest es natürlich auch schon in Betracht, dass Ted vielleicht heimgesucht sein könnte. Und er dachte, dass da vielleicht ein Kindergeist dran wäre an dieser Puppe, wegen Kinderlachen und so weiter. Die Schritte nahmen auch zu, also es wurde heftiger. Und dazu kam, dass es jetzt so aussah, als würde sich die Puppe so ab und zu bewegen. Also es waren so ganz, ganz subtile Bewegungen, wo man vielleicht dachte, okay, vielleicht habe ich die doch irgendwie anders positioniert oder vielleicht spielt mir meine Fantasie einen Streich. Aber schon bald wurde klar, dass es nichts mit Fantasie zu tun hatte. Ernest dachte auch, er wird verrückt, denn jedes Mal, wenn er die Schritte hörte und er dann hochging, hatte sich die Puppe ein paar Zentimeter bewegt. Er testet das Ganze jetzt, um sicherzugehen, dass er nicht wirklich völlig verrückt wird und lässt die Puppe in einer Ecke des Raumes zurück. Geht nach unten, wartet ab, bis er das gewöhnte Kinderschreien, Kinderlachen und die Schritte hörte, ging wieder nach oben mit einem Maßband und hat gemessen, dass Ted sich wirklich um circa 1 Meter bewegt hat.
Bitchwort. Normalerweise verhält es sich mit Haunted Dolls ja so, wie wir wissen, dass das Geistwesen nicht in der Puppe ist, sondern an der Puppe dran. Aber hier war das ein bisschen anders. Es war ein bisschen anders. Ernest hielt an seiner Theorie fest, dass es eventuell ein Kindergeist sein könnte, dass er an der Puppe dran ist, aber je mehr Zeit verstrich, desto Ungewöhnlicheres stellte er an dieser Puppe fest. Denn die Schuhe von der Puppe trugen sich ab, nach und nach. So, als würde die Puppe an sich auf ihren eigenen zwei Beinen laufen und diese Schritte verursachen. Was ungefähr so gruselig ist, aber I would live. Ich fänd's geil. Stellt euch vor, meine Puppen würden einfach so, wenn ich so nachts aufs Klo gehe oder so, steht da einfach so eine im Flur und würde so auf ihren Beinen laufen. Das wäre schon cool. Wäre schon cool. Könntet ihr auch mal machen. Ernest dachte, ich werd verrückt. Das kann nicht sein. Er beschließt, den vorigen Besitzer anzuschreiben, um ihn zu fragen, woher er Ted gekauft hat und ob ihm irgendwas Ungewöhnliches mit dieser Puppe passiert ist. Der vorherige Besitzer sagt, er hat ihn in einem Antikladen gekauft und auf die Frage, ob er etwas Ungewöhnliches mit dieser Puppe erlebt hat, schrieb er einfach nur, it moves. Also, es bewegt sich. Yikes. Das ist auch der Punkt, wo Ernest sagt, ich hab genug. Ich will diese Puppe aus meinem Haus loswerden. Stellt diese Puppe auf eBay mit den ganzen Sachen, die ich euch jetzt gerade genannt habe und möchte diese Puppe einfach nur aus seinem Haus loswerden. Das ist aber auch schon alles, was ich darüber weiß. Ich weiß nicht, wo die Puppe heutzutage ist. Ich weiß nicht, ob er sie überhaupt verkauft hat. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch besitzt. Was aus Ted geworden ist, keine Ahnung. Ich habe nichts darüber rausfinden können. Allerdings, wenn wir uns dieses Bild anschauen von Ted, sieht man so ein komisches Licht um ihn rum, so eine Lichtanomalie. Also das ist schon auch echt ein bisschen creepy, wie ich finde. Ja, schade, dass man darüber nicht mehr rausfinden konnte, wer das jetzt hat und ob der jetzige Besitzer ebenfalls solche Erlebnisse mit ihm hatte. Aber ja, die Geschichte an sich ist einfach creepy und ich wollte sie euch erzählen. On to the next one. Lily ist eine Puppe, die wir im Museum von Zack Bagans vorfinden können. Wer Zack Bagans nicht kennt, er ist ein Schauspieler und er hat ebenfalls diese Serie Ghost Adventures ins Leben gerufen, weil er sich eben sehr für das Paranormale interessiert und auch paranormale Forschung betreibt. Ebenfalls hat er eben dieses Museum in Las Vegas voller Besessener und Verfluchter und was weiß ich für Gegenstände. Darüber haben wir uns schon mal unterhalten, also falls ihr das anschauen möchtet, das ist irgendwo hier, da, I don't know. Sie ist eine deutsche Puppe aus dem 18. Jahrhundert und das Besondere an ihr ist, dass sie menschliches Haar auf dem Kopf hat. Also das ist schon so eine kleine Red Flag. Alles, was ich über diese Puppe weiß, ist das, was Zack Bagans über sie erzählt hat. Und er hat Folgendes preisgegeben zu dieser Puppe. Ein Antiquitätenhändler hat diese Puppe einst in einer alten Truhe gefunden, hat beschlossen, sie mit nach Hause zu nehmen. Und sobald diese Puppe in seinem Haus war, bekam er wiederkehrende Albträume von einem kleinen Mädchen und einem schrecklichen, schrecklichen Unfall, was diesem Mädchen widerfahren ist, das so furchtbar und schrecklich ist, dass er sagt, er kann das nicht mehr aussprechen. Und so beschloss er, diese Puppe mit in seinen Laden zu nehmen und sie zum Verkauf anzubieten. Eines Tages kam eine Familie herein mit einem kleinen Mädchen, die sich zu dieser Puppe hingezogen gefühlt hat und sich 3 Stunden mit dieser Puppe unterhalten hat und dann Folgendes erzählte. Sie erzählte, dass da ein kleines Mädchen an der Puppe dran war mit dem Namen Lily, die schreckliche, schreckliche Gewalt erfahren musste. Zack kam zu dieser Puppe, wollte sie natürlich kaufen. Of course, es ist Zack. Und so musste eine Mitarbeiterin diese Puppe von ihrem Regal runterholen und als sie diese Puppe angefasst hatte, geriet sie in komplette Panik und wiederholte immer wieder, ich muss meine Hände waschen, ich muss meine Hände waschen. Kurz danach bekam sie auch krasse Magenschmerzen, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Zack hat die Puppe dann mitgenommen. Wieso stelle ich mir das gerade so bildlich vor, dass da diese Verkäuferin halb im Sterben liegt und Zack nur so, I'm gonna take it anyway. Das war auch schon die Geschichte von Lily. Wie gesagt, sie ist momentan vorzufinden in seinem Museum. Das ist die Geschichte, die ich dazu rausgefunden habe. Welche dieser Puppen findet ihr gruseliger? Also ich zweifelsohne, ich finde Ted gruseliger. Allein schon, weil es eine Clownspuppe ist. Also, no thanks. Die Vorstellung, dass da einfach so eine creepy Clownpuppe durch deine Wohnung läuft? Muss nicht sein, oder? Lasst mich gerne wissen, welche dieser Puppen ihr gruseliger findet.
Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. So wie immer, und abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Ich möchte noch einmal ein ganz herzliches Dank an HelloFresh sagen, die dieses Video unterstützt haben. Denkt an den Link in der Infobox und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.